Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Wir sind hier bei Meets und Mounts stehen geblieben, nachdem wir das letzte Mal tatsächlich im Kreis gelaufen sind. Was zur Hölle? Ich bin etwas sauer, deswegen kann es gut und möglich sein, dass ich heute ein paar dummen Scherze mache. Das tut mir sehr leid und irgendwie tut mir es auch überhaupt nicht leid, weil ich bin ja sauer. Weil RTL bei mir ist mit Mieterzoff. So ähnlich. Gut. Die beiden haben bestimmt noch was, ein kleines Rätsel, was zu sagen, wollte ich schon sagen, aber haben bestimmt auch ein Rätsel. Was zur Hölle? Oh. Ich bin gut vorbereitet. Wenn man das Tablet nicht richtig rum vor sich hat, ist es kein Wunder, warum die Maus in eine andere Richtung geht, in der man sie bewegt. So, wie hieß du nochmal? Lucy, oder? Lucy, so wie meine Katze, schön. Guten Abend, ihr beiden. Es ist zwar schon fast Bettzeit für mich, aber ein Rätsel hätte ich noch. Na, wollt ihr es hören? Na klar. Na klar. Tausendmal. Tausendmal, schon 49. Wow. Was zum Kuckuck bedeutet diese Botschaft? Folgendes steht auf einem Zettel, den du aufgehoben hast. Hm? Ist tausendmal? Hm-mm. Um diese befremdliche Nachricht verständlich zu machen, brauchst du nur hm durch einen bestimmten Buchstaben des Alphabets zu ersetzen. Und zwar durch welchen? Es ist übrigens dreimal derselbe Buchstabe. Was? Dings ist tausendmal Dings Dings. Hä? Wie mir einfach alle aus. Das da ist das da. Nein. Das da ist das da. B ist tausendmal BB. D ist tausendmal DD. Q ist tausendmal QQ. X ist tausendmal XX. Ich verstehe das nicht. Hä? T ist tausendmal TT. Das ist Pi. I ist tausendmal II. Ich verstehe das nicht. Hallo Katze, ich kann dich nicht rauslassen, der Vermieter ist noch im Haus. Der weiß nicht, dass du hier wohnst. Das Alphabet hat nur 26 Buchstaben. Wenn du sie der Reihe nach durchprobierst, wirst du zwangsläufig auf die Lösung stoßen. Danke, Captain Obvious. D ist gleich DD, ich glaube, das hatten wir schon. E ist gleich EE. Hat es vielleicht damit zu tun, wie die ausschauen? Ich glaube nicht, ne? F ist gleich FF. G ist gleich G, G, H ist gleich H, H. H, H! J ist gleich J, J. K ist gleich K, K. K, K. M ist gleich M und M. Ich werde die dumme Vermutung nicht los, dass es irgendwas mit griechischen Buchstaben zu tun hat. M ist doch ein Gehirnbuchstabe, oder? L auch. L, L. N ist gleich N, N. Gott sei Dank gehe ich da direkt das Alphabet durch. O ist gleich O, O. O ist gleich tausendmal O, O. Kann es auch eine Null sein? Nee, es soll ja ein Buchstaben sein, keine Zahl. Ja, mach ich mal gern. P ist gleich P, P. R ist gleich R, R. S ist gleich S, S. S, S. T ist gleich T, T. V ist gleich V, V, U ist gleich U, U, W ist gleich W, W, W. Ich komme nicht drauf. Es ist davon die Rede, dass eine Sache genau tausendmal die andere Sache ist. Welche ist hier... Vielleicht ist hier irgendeine Größe gemeint. Wirklich! Aber das macht doch keinen Sinn. Doch, macht's. Ein Meter sind 1000 Millimeter, oder? M. Aber es ist Gramm. Es gibt aber keine Gramm. Milligramm. Milligramm. Okay, es macht doch Sinn. Ich nehme alles zurück. Oh, das ist viel Mathe. Wenn man es kann, ist es einfach. Ja.
Stimmt, genau. 1 Meter ist tatsächlich das gleiche wie 1000 Millimeter. Ja, da macht's Sinn. Wie gefällt euch mein Rätsel? Es war doch lustig, oder? Da ihr es gelöst habt, verrate ich euch was. Ich habe gehört, dass im Turm ein menschenfressendes Monster haust. Darum geht da niemand hin. Ich glaube zwar nicht, dass da wirklich ein Monster lebt, aber bleibe dem Turm trotzdem fern. Vorsichtshalber. Also passt euch auf euch auf. Ein Bücherregal. Layton. Ja. So, hat Mietz und Maus noch was für uns? Mieps und Pieps. Professor, sind Sie eine Katze? Wie niedlich. Komm her, Mietzekatze. Du bist wirklich tierlieblug. Warte mal. Hier habe ich genau das richtige Rätsel für dich. Eine Katze wurde von einem Auto überfallen. Was? Katzen und Mäuse. 5 Katzen in 5 Minuten 5 Mäuse. Ich habe das Wort können. Gut. 5 Katzen können in 5 Minuten 5 Mäuse fangen. Wie viele Katzen können dann in 100 Minuten 100 Mäuse fangen? 1? Ist das diese... Oh Gott. Ist doch bescheuert. Jede Katze braucht für eine Maus 1 Minute. Wie viele Katzen können dann in 100 Minuten... Das ist genau diese scheiß Frage mit dem Ei. Was? Are you fucking kidding me? Ja, die habe ich ja auch nicht gegeben, diese Antwort. Okay, nochmal. Jede Katze kann in 100 Minuten 100 Mäuse fangen. Seid ihr bescheuert? Ach so. Nee, Moment. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Jede Katze fängt 1 Maus in 105 Minuten. Das heißt, eine Katze braucht 5 Minuten. Schwarzer, super. Eine Katze braucht 5 Minuten, um 1 Maus zu kauen. So, 100 Mäuse. Wir haben immer noch die 5 Minuten pro Katze. 50. Oder? Ja, wenn jeder 2 fängt, also funktioniert das nicht. Ach nee, 100 Minuten. So. Nochmal. So. Oh Gott, das ist ja wie Mathe. Und ich hasse Mathe. Kann ich denn nicht malen? Nein. Ein großer Misthaufen. Ach Gott. Ich habe halt echt keine Lust auf Mathe. Wir haben 100 Mäuse. Irgendwie denke ich, dauert an die 50. 50 Katzen können in 5 Minuten. Wie viel sind denn 100 Minuten? Wie viele Mäuse wären denn das? Das muss ich, glaube ich, einfach nur rechnen. 5 durch 100 sind 20. Nein. 20 mal 5. Was ist denn 20 mal 5? Oh Gott, ich bin so schlecht. Sind 50, ne? Oh Gott. Das ist so peinlich. Was ist denn 100 durch 5? Bin ich jetzt bescheuert? Na, 20. 10 mal 5 ist 50. Und 20 mal 5 sind dann 100. Danke. So, wir haben 20 Mäuse. Das heißt, ich brauche aber 100. Also brauche ich 5 mal mehr. Also brauche ich 5 Katzen, oder? Das wird immer besser. Wir haben in diesen 100 Minuten 20 Katzen gehabt. Von einer. Also brauchen wir diesmal 5. Also 5. Oh Gott. Und das ist in meinem zornigen Gemüt zusammengerechnet. Ach, Gott sei Dank.
Ah, ich hätte diesen kleinen Jungen verprügelt, wenn er gesagt hätte, es wäre falsch gewesen. Nein, ich bin heute kein gewaltiger Mensch. Oh, voll die fette Maus. Ach, es sind mehrere Mäuse. Fünf Katzen fangen 5 Mäuse in 5 Minuten. Wenn die Mäusejagd noch 5 Minuten weitergeht, kann man insgesamt 10 gefangene Mäuse erwarten und so weiter und so fort. Bla bla, 5 Katzen. Sehr gut gemacht, Luke. Es hat zwar Ewigkeiten gedauert, aber du hast es schon irgendwie gelöst. Danke, Herr Professor. Guck mal, ich habe einen Fetzen von dem Bild gefunden. Ich mag das Lied total. Sag mal, jetzt kann ich doch bestimmt schon irgendwo hinmachen, oder nicht? Sieht irgendwie schlecht aus, ne? Vielleicht komme ich da unten hin? Ne. So sieht das richtig aus. Aber sicherlich nicht dahin. Ganz sicherlich nicht. Irgendwie glaube ich langsam, dass du falsch bist. Ich tue dich mal hier hin. Okay, du bist offensichtlich ja kein Wandstück. Ja, aber da ist es dunkel. Vielleicht so? Ne. Ich werde dieses Gefühl nicht los, dass du hier hingehörst. Kann das sein? Nein. Gut, jetzt bin ich losgeworden. Also, das Gefühl. Doch, hier, guck mal. Das hier gehört ja zusammen. Aber doch nicht hier hin. Vielleicht. Ach komm, ich habe einfach noch zu wenig Teile. Ah, das braucht mich gar nicht weitermachen. Okay. Dann lass uns doch jetzt mal bitte endlich zu Bouillon gehen. Der wartet schon seit Stunden. Oh, hallo. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Hallo. Hallo, ihr beiden. Seid ihr immer noch auf der Suche nach Ramon? Wie immer, noch kein Glück. Passt bloß auf, nachts ist es hier sehr gefährlich. Da kann man nicht einfach mit einem Kind durch die Gegend laufen, so wie du. Du Pädophiler. Das ist hier noch viel gefährlicher. Ich fürchte, ich muss euren Leichtsinn mit einem Rätsel strafen. Aber das löst ihr doch mit links, oder? Bestimmt. Ich hau es euch um die Ohren. Drecksäcke. Zahnlabyrinth. Raus aus dem Zahnlabyrinth. Fange in der Mitte an und arbeite dich über die Zahlenfelder bis zu einem der Ausgänge A, B, C oder D vor. Dies ist die Regel. Du musst stets genau so viele Schritte tun, wie du die Zahl anzeigt, auf der du stehst. Du darfst dich horizontal, vertikal bewegen, aber pro Zug nur in eine Richtung. Du musst genau auf ein Ausgangsfeld landen, um dieses Rätsel zu lösen. Ausgangsfeld heißt es das da oder das da? Was heißt denn Ausgangsfeld? Zu welchem Ausgang gelangst du? Okay, ich fange ja anscheinend in der Mitte an, ne? Eigentlich, wenn ein Ausgangsfeld, dann kann es eigentlich nur B sein. Warum? Weil ich ja gerade reingehen muss. Und keine von diesen Zahlen, 1, 2, 3, 4, ne? Ja, keine dieser Zahlen, die hier stehen, würde direkt auf A, D oder C gehen. Aber wenn ich hierher kommen würde, würde ich direkt auf B kommen. Ja, ein Kreisel. Ein Gekreisel. Ich sage, es ist B, ohne dass es geprüft zu haben. Ja, gut. Ich kenne diese Rätsel. Ich habe alle Layton bis jetzt durchgespielt. Jetzt kommt es bestimmt auch. Genau, hier die 2. Schau auf die Abbildung, um die Route zu sehen. Das Rätsel sieht schwer aus, aber wenn man rückwärts arbeitet, entdeckt man schnell, dass nur Ausgang B erreichbar ist. Genau, das habe ich gemeint. Man muss ja gerade reinkommen. Yay! Solche Rätsel mag ich. Nun, es scheint, als hättet ihr es tatsächlich gelöst. Ja. Natürlich hatte ich euch niemals an eure Rätselfinesse gezweifelt. Nein. Wenn ihr das Lokal sucht, das ist neben mir. 1 Meter. Links davon. Aber der Kleine hier sollte wirklich langsam ins Bett. Ach komm, der kann sowas ab. Außerdem kann der Turm jederzeit wieder mit diesem Heidenlärm anfangen. Das sollte der Junge lieber schlafen, weißt du? Hören Sie auf mich, Professor. Gehen Sie wieder zur Pension, ja? Bleiben Sie nicht so lange draußen. Eine Teakholzkommode.
Ja. Tschüss. Kann man hier noch eine Lese finden? Einfach mal so wild drauf rumklopfen. Nein? Okay. Oh. Der möchte gern Inspektor. Oh. Hallo. So ein Zufall. Ich habe hier ein kniffliges Rätsel. Härter zu knacken als eine Kokosnuss. Und die habe ich auch schon mit dem Kopf hinbekommen. Und wer weiß, vielleicht hat das ja sogar was mit dem Fall zu tun, an dem ihr gerade arbeitet. Das glaube ich zwar nicht, aber vielleicht ja schon. Also, was meint ihr? Das Rätsel rauset, wo ist Rameau? Ihr könnt mir doch helfen, so unter Detektivkollegen, oder? Ja, das ist zwar sehr interessant, aber sie sitzen da ein Irrtum auf. Ich bin kein Detektiv, wissen Sie? Schon verstanden, Sie haben Mittel verdeckt, ja? Gut, gut. Aber mich können Sie nicht so leicht täuschen. Mich und meinen Schnauzer. Da wir also Kollegen sind, wie ich bereits gesagt hatte, und Sie zwar vehement abgestritten, aber ich bin mir sicher, dass wir Kollegen sind, hätten Sie sicher Interesse an einem kleinen Rätselchen, nicht wahr? Ja. Mascarpone. Zwei Friseure. Oh, an dieses Rätsel kann ich mich erinnern. Da bin ich reingefallen. Ein Dorf hat nur zwei Friseure. Es gibt keinen anderen Dorf in der Nähe. Also geht jeder, der Haare hat, zu einem dieser beiden. Wenn du sie dir so ansiehst, welchen dieser netten Herren solltest du an deinem Shop anvertrauen? Das ist total fies, die Frage. Natürlich habe ich zuerst B geklickt. Aber natürlich ist es A. Selbstverständlich ist es A. Und die ist richtig, denn... Ja. Another puzzle solved. Antwort kommt jetzt. Tada! Jeder im Dorf lässt sich von einem dieser beiden die Haare schneiden. Das schließt auch die Friseuse selbst mit ein. Da man... Ja gut, jeder, der Haare hat, ist ja bei Ihnen jetzt nicht mehr so der Fall, ne? Da man sich normalerweise nicht die eigenen Haare schneidet, ist der Friseur mit der Katastrophenfrisur vermutlich der bessere von den beiden. Ja, so ist das wohl. Armer Kerl. Na sowas. Ihr habt es geschafft. Ihr habt diese schwierige Esel tatsächlich gelost? Ohne mich? Erstaunlich. Nicht einmal der große Zappone konnte es mit all diesen Scharfsinn knacken. Ja, ach, so schwierig war es gar nicht. Aber um zu etwas Wichtigerem zu kommen, haben Sie Rameau... Wie meinen, mein Bester? Sie möchten noch mehr Rätsel? Na dann, habe ich einen Tipp. Besucht Oma in Nigmas Rätselhütte. Wirklich, das ist alles, was ich euch verrate. Nein. Mein Detektivinstinkt sagt mir, dass heute noch ein weiterer Fall auf den großen Zappone warten wird. Nun, denn meine Pflicht ruft. Ich mache mich bald auf den Weg. Vielleicht bis morgen. Oder übermorgen. Oder gleich. Oder später. Wer weiß. Gut. Ich mag den überhaupt nicht, den Typen. Ach, ich hasse solche Typen. So. Aha. Dich kann ich aber auf jeden Fall nicht dahin machen. Verdammt. Okay, vielleicht kommst du ja auch so dahin. Das ist ja durchaus möglich. Aber du gehörst da nicht hin. Du gehörst da auch nicht hin. Verdammt, ey. Aber die Musik rastet wieder so völlig aus. Mach mal so. Ja. Ich bin mir sicher... dass es nicht so dahin gehört. Dann so. Du kannst da nicht hinpassen. Weil du da nicht hinpasst. Die Musik geht gar nicht. Kommst du vielleicht auch dahin? Das kann natürlich auch sein, ne? Dass du hier unten hingehörst. Du dahin. Gott, jetzt tut endlich, was ich euch sage. Ihr Scheiß. So. Vielleicht kommst du auch dahin, aber das glaube ich irgendwie nicht. Aber es ist auch hier so ein schöner Boden, ne? Ich will mehr Randstücke. Jetzt. Oh, die Musik rastet völlig aus. Okay. Wir sind endlich bei Bouillon, also nehme ich an, dass dieser nette dreischauende Herr hinter der Theke wohl Bouillon ist. Professor da drüben ist ein Rätsel versteckt. Mein Junge! Ein Scharfsinn! Wie viele Gläser? 5.
Achso. In der oberen Reihe der Abbildung unten siehst du drei volle Saftgläser neben drei leeren. Du sollst sie so bewegen, dass das Bild in der... Du kannst immer nur ein Glas auf einmal bewegen. Das nur mit einer Hand. Zusätzlich darfst du die Gläser nur auf dem Regal abstellen. Irgendwo sonst. Wie viele Gläser musst du mindestens in die Hand nehmen? Eins. Und zwar das da rein. Eins. Ich kann es ja auch im Stromhalm saugen, in den Mund, dann wieder ausspotzen. Aber ich finde das mit diesen besser. Ja, gut. Das war ein sehr schnelles Rätsel. Wow, Rekord! Stimmt, genau. Gieße einfach den Inhalt des zweiten Glases in das vierte und stell das Glas dann wieder hin. Die Abbildung oben zeigt es. Auf diese Weise musst du nur ein einziges Glas in der Hand nehmen. Und mit Abbildung oben meine ich Abbildung links. Tja. Wie einfach. Los, suchen wir noch mehr Rätsel. Ja, genau, deswegen sind wir hier, um Rätsel zu suchen. Gut, Luke, dass du Prioritäten setzt. So. Wir haben aber schon wieder unsere 20-Minuten-Grenze erreicht. Darum, Bouillon, unser netten Gesellen hier, der uns total liebenswürdig anschaut, hier so von der Seite, so. Gut, die werden wir wohl dann erst nächstes Mal begrüßen dürfen. Hallo. Okay, dann bis dahin. Tschüss.